Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone Through the Arena. So nenne ich das jetzt einfach. Wir haben hier beim letzten Mal eine ziemlich gute Arbeit geleistet. 2 Siege, 0 Niederlagen mit unserem Kriegerdeck. Klicken wir einfach mal auf Spielen und schaffen auf einigen würdigen Gegner. Die Uhrzeit vielleicht nicht ganz so einfach, aber wir versuchen es trotzdem. Ich habe auch übrigens den Sound etwas leiser gestellt. Weil es ein bisschen genervt hat beim letzten Mal. Ja, wie ich dachte, um diese Uhrzeit etwas schwieriger. Ah, perfekt. Es fängt an zu laggen, das heißt, wir haben einen würdigen Gegner. Ha, ich bin gut. Totale Noob hätte ich lieber gehabt. Alles klar. Druide. Tribbe. Okay. Damit möchten wir nicht anfangen. Den Wächter von. Und natürlich sind wir jetzt als Zweiter dran. Hoffe ich doch mal. Die beiden hauen wir weg. Den Wächter von Mogushan möchte ich gerne behalten. Den mag ich sehr gerne. Und perfekt. Obwohl die Karte hier. Scheiße, ich bin Erster. Ich will nicht Erster sein. Ich mag nicht Erster sein. Ich denke mal, sie hier spielen wir erst später im Spiel. Und wir warten auf unseren Affen. Uiui, was kommt jetzt? Mana-Kristall, erster Zug und ein Macht der Wildnis. 3-2 Panzer, das ist natürlich überhaupt nicht verkehrt, gerade für den Anfang. Nee, ich möchte die nicht wasten. Ich spiele jetzt einfach mal auf Rüstung und warte ab, was passiert. Eieiei, das kann ja was geben. Okay, einmal Gestaltwandel. Hero-Fähigkeit offensichtlich vom Druiden. Naja, gut. Das hat mir jetzt nicht so weh getan. Nee, der stirbt direkt. Das wäre ziemlich dämlich. Wir spielen unseren Silbenrücken-Patriarch und machen jetzt mal fertig. Das heißt, er muss seine Hero-Fähigkeit benutzen, um ihn zu killen. Dann muss er aber auch noch den Panther reinlaufen lassen, was ein Panther auf ein Leben runterbringt. Schauen wir mal, was passiert. Eine Karte für den ist schlecht für uns. Fight auch im Helden 2 Angriff. Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Aber Wächter von Mogushan und darum mag ich diese Karte so gerne. 1-7 und Spott, das ist natürlich sehr geil. Und wenn er die jetzt nicht vollkommen vernichtet, kann ich gleich mit Toben ein bisschen hochpushen. Es sei denn, er hat irgendwas, was das instant killt. Aber Druide. Ah ja, zum Schweigen. Leck mich doch am Arsch, du Sack. Ich kann deinen Panzer trotzdem umbringen. So, Kampfschall, Schaltalinie. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir machen könnten. Was könnten wir tun? Wir könnten natürlich unseren Fof. Wir haben 5 Mana erstmal. So, wir könnten ihn hier aufs Feld bringen, was mit Sicherheit gar keine so schlechte Idee ist. Ich glaube, das mache ich auch. Wutanfall plus 3 Angriff. Der kann er natürlich direkt töten jetzt, diese Runde. Aber das macht mir jetzt erstmal gar nichts. Verletzten Lina plus 3, 3. Dann hätte der plus 3. Da. Springe ich meinen Frostgrünzer? Ja, weil ich es kann. Schauen wir mal. Was passiert hier? Opfert, lässt er ihn da reinlaufen? Ja, er tut es. Lässt er, wenn er seinen Ingenieur in die andere Karte reinlaufen lässt, ist er unglaublich dämlich. Er tut's nicht. Eiei. Obwohl ich die Braumeister nicht besonders mag, gibt es einige sehr interessante Züge mit denen. Das kann man so stehen lassen. Tödlicher Stoß, ja Mensch. Den brauchen wir jetzt noch nicht, den möchte ich mir ein bisschen aufbewahren. Was könnten wir jetzt machen? Nächste Runde ist natürlich unser Kriegsgolem an der Reihe. Verleiht einem verletzten Diener plus 3-3 und plus 3-3 einfach nur. 1-4, ich glaube, wir kriegen keine bessere Gelegenheit. Was jetzt? Plus 3-3, dann könnte man natürlich noch 3 Leben bei dem herstellen, dann hat man 4 Zehner. Wäre natürlich super geil traden. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Meine Augen sind offen. Dann kann man mit dem hier nämlich eigentlich alles killen, was so auf dem Feld ist. Haben den auf 5 Angriff hoch und dann ist der Gegner erstmal wieder dran.
Obwohl, wir hätten das hier nachher machen sollen und ihn dann wieder auf... Nee, das ist ja Wutanfall. Okay, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist alles richtig gewesen, was ich hier gemacht habe, glaube ich. Ich muss das Land befreien. Ach, komm schon. Drecksasozialer. Und weil es Arena ist, kann er natürlich noch 10 Stück von den Hütern haben. Okay, wie machen wir das? Ihr könnt natürlich unseren Kriegsgolem spielen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, jetzt an dieser Stelle unsere Kriegsgolem zu spielen. Dann könnten wir... Wir machen das so rum und dann greifen wir ihn direkt an. Irgendwann müssen wir mal anfangen, Schaden zu machen. In der nächsten Runde kann ich dann meine Sonnenzornbeschützerin spielen. Halte ich auch für eine ganz gute Idee, glaube ich. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen neben der Spur bin, ich bin müde. Ei! Ah ja, jetzt kann er natürlich meinen Wächter vom Gushan zerstören. Ja, das macht er auch. Ist mir sicher nicht die schlechteste Idee gewesen. Trotzdem habe ich noch meinen Kriegsgolem, was ein bisschen blöd für dich ist. Ah ja. Okay, wir könnten die beiden in Torn verwandeln. Dann spielen wir unseren Stinker und der hat dann... Ach! Ja, das war dämlich. Das war echt einfach nur dumm. Egal. Passt, jetzt ist er halt taunt, dann haben wir ihn halt noch so ein bisschen sicher, unsere Kriegsgolem. Damit komme ich schon klar, eigentlich wollte ich den halt hier zwischen die beiden ziehen, also zwischen den Kriegsgolem und unseren Seher des irdenen Rings. Ich kenne die Namen alle nicht, aber das kommt schon mit der Zeit, das kommt schon mit der Zeit. Einen Sternring, oh Gott, ich hasse dich. Was eigentlich nur zwei, einen uns vernichtet. Und jetzt könnte er natürlich meine Sonnenzornbeschützerin töten. Macht er auch. Was war jetzt nicht so schlau. Also gut, mein Gott, 2 Damage weg, aber die hat er jetzt auch so oder so bekommen. Eure anderen Diener haben Ansturm. Ist natürlich ziemlich cool, wenn ich irgendwas hätte, was mir damit weiterhilft. Also ich habe keinen anderen Diener, aber vielleicht zieht man ja in Zukunft irgendwas. Verursacht 4 Schaden. 6 mache ich so rum. Und dann einfach mal direkt angreifen. Und wenn er jetzt nichts hat, was ihn rettet, ist er tot. Eigentlich ist er tot, weil wir haben noch einen tödlichen Stoß. Ich träume und die Welt. Ysera, ja, leck mich am Arsch. Ysera kenne ich ziemlich gut. Ich weiß auch, was für Karten er bekommen kann, aber du bist so oder so ziemlich tot. GG. Gut gespielt. Ysera war natürlich ziemlich cool. Ich mag Ysera ziemlich gerne. Es gibt ziemlich geile Karten, die man durch Ysera bekommen kann. Gibt halt am Ende jeder Runde, am Ende deiner Runde quasi immer eine Dream Card und da gibt es richtig geile Karten bei. Ist natürlich Glück in der Arena dann Legendary zu ziehen, wobei die meisten Legendaries gar nicht mal so geil sind. Wir sind eher situationsbedingt. Gut, spielen wir mal weiter. 3-0. Bis jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut. Seltenheitsfarbskala. Weiß ist gewöhnlich, blau ist selten, violett ist episch und orange ist legendär. Das stimmt. Schauen wir mal, wie schnell es jetzt geht mit einem würdigen Gegner. Vielleicht auch ein totaler Noob, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Ich kenne meine Quests gar nicht. Eieiei. Ein würdiger Gegner. Was ein Zufall. Ich frage mich, warum es immer so leckt am Anfang. Thrall. Ah ja. Ein Shami also. Gut. Ja, geil, ich bin als Zweiter dran. Ich liebe es als Zweiter. Kriegsgolem. Tschüss, Wolfsreiter, Ansturm. Aber unseren tödlichen Stoß brauchen wir noch nicht. Zerschmettern behalte ich mal. Ist ganz gut für den Anfang, denke ich. Kultmeisterin ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt die Münze bekommen, können wir den in Zug 3 schon rausbringen. Das ist gar nicht mal... Ja, schauen wir mal. Und dann auch mit Turm der Wogen dabei. Und so einen Wolfsreiter könnten wir natürlich irgendwo reinlaufen lassen. Hätten wir eine kostenlose Karte, die wir da hätten. Wenn wir den irgendwie opfern müssten. Wir haben natürlich auch noch Zerschmettern. Auch eine ziemlich geile Karte. Und so könnten wir auf wie heißen die Viecher? Mit einem Monster? Wie heißen die Viecher? Mein Gott, ich hab's vergessen. Einem Diener, genau, Diener heißen die, da steht da drauf, ich Idiot. Perfekt. Können wir einem Diener mit 5 Leben instant killen. Und kriegen so noch eine Karte daraus. Dann stirbt zwar unser Wolfsreiter, aber Mensch, der ist sowieso so ein Opferlamm. 3-1.
Es sei denn, man bufft ihn irgendwie hoch, aber... Naja. So viel bringt das jetzt, glaube ich, nicht. Gut. Also den hochzubuffen, meine ich. Den Wolfsreiter. Was machen wir in der nächsten Runde? Wir könnten in der nächsten Runde unseren Wolfsreiter oder unseren Turbenworgenen rausspielen. Je nachdem, was er jetzt spielt. Ein Braumeister. Ja, eigentlich haben wir es nicht nötig, aber da die Münze sowieso später ein bisschen uselesser wird, spielen wir einfach mal unseren Stinker mit Ansturm und lassen ihn da reinlaufen und tot ist er. So. Möchte erstmal keine Gegner auf dem Feld haben. Wenn er jetzt natürlich einen Silence hat, ist er natürlich useless as hell und blockiert hier unseren siebten Platz in unserer Reihe. Ich weiß gar nicht, ob das gerade so intelligent war, ich glaube nicht. Oh oh. Da wäre er mit Sicherheit intelligenter gewesen. Hinrichten und zerschmettern, das wäre natürlich ein akzeptabler Play. Drei verbrauche ich, um einen Zweier zu töten und kriege dann auch Karte raus. Hinrichten möchte ich mir aber aufbewahren. Hatte ich mehrere Hinrichten im Deck? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Machen wir so erstmal. Ist mir jetzt gerade... er kann mich sowieso nicht töten. Und wenn er ihn angreift, kriegt er jetzt auch nicht wirklich irgendwelche Buffs für ihn. Ach, okay, alles klar. Eigentlich hätte ich ihn ohne Probleme spielen können. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich bin blöd. Oh Gott. Ja, würde ich sagen, ist die beste Karte. Wir kriegen eine Karte und wir können im nächsten... Ach du Scheiße, und wir können einen von den beiden töten. Wir müssen das Mana-Flut-Totem auf jeden Fall wegbekommen. Das ist so zum Kotzen. Ich glaube, das greife ich auch jetzt gleich zuerst an mit meinem mit meiner Kultmeisterin. Jetzt erstmal kriege ich eine kostenlose Karte. Er kann auf jeden Fall nichts spielen, sonst hätte er kein Totem beschworen. Eine Karte für mich. Vielen Dank. Spott. Schön. Noch eins, ja, fick dich doch hart. Ne, wir müssen die wegbekommen. Das hat ja alles so keinen Sinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, der Azul, ach, der ist so. Eine Karte ziehen wir. Dann ein Hinrichten. Gut gespielt. Dann der ist weg. Dankeschön. Und dann spielen wir unseren Spotman. Und dann kriegen wir nämlich noch eine Karte, wenn er gleich angreift. Das heißt, wir haben wieder eine Karte mehr auf der Hand. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4. Ohne ihn jetzt mitgezählt. Dann ziehen wir noch eine. Dann haben wir 5 Karten. Und dann können wir ihn spielen. Dann hat er 4, 6. Ach du Scheiße. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das war natürlich exakt das, was er gebraucht hat. Und ist natürlich extrem schlecht für uns. Gottesschild, das ist natürlich extrem geil. Wir können mit dem Vieh das Vieh besiegen und haben das Teil dann immer noch am Leben. Dann haben wir 2 Schaden weg. Der hat 6 Schaden. Kriegen wir den irgendwie weg? Wir könnten ihn spielen und dann haben wir noch 3 über. Und dann spielen wir ihn hier. Wir könnten den Azurdrachen spielen, was jetzt gerade weniger bringt, weil damit können wir nichts machen. Eigentlich, im Prinzip. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade der beste Call. Außerdem, sieben Schaden müssen wir dann halt nehmen. Außerdem hat er ja noch, außerdem ist er hier noch ein Bullet-Magnet quasi für den Gegner. Weil den will er weg haben. Er will nicht, dass ich Charge habe. Das möchte er nicht. Gerade wenn ich einen Kriegsgolem nächste Runde spielen kann, dann ist das viel weg. Ja, das war absolut die richtige Entscheidung. Absolut die richtige Entscheidung. Spielt ihr Gang mit Feuer? Oh oh. Ein Magma-Wüter. Ja toll, jetzt können wir nichts machen. Gar nichts. Wir haben nichts mit Taunt. Wir haben gar nichts, um uns vor 10 Schaden zu retten. Wir könnten ihn hier spielen, dann haben wir einen 4-5er auf dem Board. Der würde uns aber auch nicht so viel bringen. Dann könnten wir auch unseren Eisendiet spielen, der kostet genauso viel. Was jetzt? Okay, wir haben 7 Mana. Wie benutzen wir die am intelligentesten? Wir könnten natürlich unseren Eisendiet spielen und wir könnten natürlich unseren Magma wieder spielen. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Damage auf dem Feld, um die beiden nächste Runde zu töten. Wir können natürlich auch unsere Azurdrachen spielen, aber da finde ich mit Sicherheit auch noch andere Sachen, die da weiterhelfen. Machen wir es erstmal so rum. Egal was er macht,
Er könnte mir 10 Schaden machen. Er könnte entweder für mich direkt gehen, dann ist er nächste Runde tot, zumindest seine Viecher. Er könnte natürlich, er hat 7 Karten auffahren, was extrem scheiße ist für uns. Ich glaube, das ist das erste, was wir hier verlieren werden in der Arena. Das sieht nicht wirklich gut für uns aus. Er hat Boardvorteil, er hat Kartenvorteil und er hat Lebensvorteil. Nicht so großen, aber er hat. Und ach du Scheiße, ja, natürlich geht er jetzt auf uns. Also wenn er jetzt nicht auf uns geht, dann bin ich dran, ist aber. Was zum Teufel? Ah ja. Zauber gewirkt und. Ja. Das war echt extrem gut. Ja, das war. Aha. Okay, er ist tot. 7 Angriff. Wir brauchen nur was mit 4. Dann hätten wir noch 4 über, dann könnten wir noch ihn spielen. Zack. Ansturm. Er ist erstmal tot. Alles klar. Und dann ist er wieder dran. So haben wir wenigstens das Board geklärt und haben Boardvorteil jetzt gerade zumindest mit unseren tobenden Worgen. Nächste Runde ist unser Kriegsgolem dran, aber ich denke, das war das Einzige, was hier Sinn gemacht hat. Wir hätten natürlich auch unseren Kriegsgolem opfern können, aber es wäre selber herausgekommen. Der Söldner, der Venture und Co. wäre gestorben und unser Kriegsgolem auch. Und den Kriegsgolem möchte ich gar nicht opfern, dann mache ich das doch lieber mit dem Zwielichtdrachen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Und mir ist ziemlich kalt gerade. Ne, Vogel? Nö. Gewinnen wir das? Ja. Oh ja, ja, schaffst du schon. Danke, Vogel. Er hat natürlich 7 Karten auf der Hand und nicht nur eine. Das ist nicht so gut. Ich hatte nur bis jetzt nicht die besten Karten. Das heißt, es sind noch gute Karten in meinem Deck. Schauen wir mal, was ich jetzt ziehe. Ich habe schon ein paar Fehler gemacht hier in dem Kampf. Spott, ja. Das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Und du kannst meinen Worgen nächste Runde killen und hast noch ein Healing Totem. Ja, das ist schön. Sollen wir alles spielen? Ich glaube, es wäre tatsächlich... Oder wir spielen unseren Kriegsgolem und rüsten uns Armor ab. Ja. Mit ihm hier können wir nichts machen. Ich möchte ihn nicht in den Tod laufen lassen. Gerade weil er noch ein Heiltotem hat, er kann mich dann nächste Runde angreifen. Das ist alles okay. Ich meine, er killt ihn so oder so. Was anderes wäre auch dämlich gewesen. Ich bin ein bisschen müde um 5.09 Uhr. Ne? Noch ein Eiswind Yeti, meine Fresse. Wir haben immer noch unseren Kriegsgolem. Der löscht den Senshi Shieldmaster nächste Runde aus. Ja. Ja, ich würde schon fast sagen GG. Ich würde schon fast so weit gehen. Wir können ja nicht mehr als All-In gehen. Warum wechseln die überhaupt so oft? Der ist jetzt erstmal tot. Ja, trotzdem hat er 22 Schaden. Er hat 8, er hat 12, er hat 14, er hat 18. Nein, er kann mich nicht töten. Es sei denn, er hat irgendwas. Bringt mich aber auf 7 Leben runter. Ja. Besser geht's auch nicht. Gut, nächste Runde kann er mich auch nicht killen. Aber wahrscheinlich schon. Es sei denn, wir kriegen jetzt Scharmützel. Natürlich nicht. Aber wir können zumindest seinen Stinker besiegen. Er hat 4, er hat 8, 12, 13, 14, 15. Er kann mich nicht töten. Noch nicht. Noch nicht. Ja, ist klar, dass er jetzt voll auf mich geht. Komm, jetzt einfach Scharmützel und unser Großwildjäger überlebt und dann, Alter. Danke. Ja, komm. Das ist eigentlich GG. Aufgeben. Und gut ist scheiße. Ein Scharmützel hätte mir jetzt echt den Arsch gerettet. Aber da muss ich einfach sagen, ich habe nicht so gut gespielt, ich bin müde und außerdem und so. Ihr wisst, was ich meine, oder? Schön. Ja. Ja. Okay, das war nicht so gut. Ich hoffe, machen wir jetzt noch einen Kampf? Machen wir noch einen Kampf? Ich glaube nicht, es ist zu spät. Ich bin müde und ich will das Deck hier nicht versauen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und auch gut bewerten. Und ja, ich bin mal gespannt darauf, was ihr denn hättet anders gemacht. Anders gemacht, ihr hättet. Was ihr anders gemacht hättet, so rum. Ich bin total bekloppt, ich bin total müde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hearthstone Through the Arena. Und ich bin Klim. Bis dann.